Hey ho Schnuckis, willkommen auf meinem Kanal. Und ja, heute gibt es meine erste Folge zu meiner Die Klatter-Serie. Es geht schon wieder los, es wird wieder hammermäßig hier rausgeballert. Alles muss weg, was nicht nied- und nagelfest ist. Und heute räume ich meine kompletten Foundations aus. Und wirklich, ihr habt ja meine Schminksammlung bestimmt gesehen. Und ich habe so viele Foundations. Leute, ich kann die gar nicht mehr alle benutzen. Und es drückt, wisst ihr? Also man hat so das Gefühl, ja, oh, das vergammelt bei mir in der Schublade, ist eigentlich total schade. Und dementsprechend ja, geht es richtig hart an den Kragen meiner Foundation-Sammlung und die ist groß. Also wenn ihr sehen wollt, was ich alles rausschmeiße, bleibt dran, es geht direkt los. So, Schnuckis, es geht los. Oh je, Mini. Also, tja, ich zeige euch mal. Aus diesen beiden Kisten möchte ich nach Möglichkeit eine machen. Ja, also, wenn ihr Bock habt. Okay, ich sage eine Sache im Voraus. Die Sachen, die ich jetzt aussortiere, sind nicht schlechte Produkte, sondern einfach Produkte, die ich überhaupt nicht mehr benutze. Ja, weil ich habe sehr viel extrem geile Sachen und manche Sachen müssen halt auch einfach mal gehen. Viele davon werden in meinem Sale landen, viele auch für ein Apfel und ein Ei, weil sie halt auch schon ein bisschen älter sind. Guckt da ruhig mal vorbei. Jenny's Highlights Insta-Sale ist mein Insta-Sale-Account und es wird hier hart aussortiert. Also heute wird es richtig heftig. Ich fange einfach an und zwar, ich greife hier mal so rein und der NARS Tinted Moisturizer, der wird auf jeden Fall ausziehen, definitiv. Hat mir sowieso auch schon nicht so gut gefallen. Der kommt in meinen Sale. Dann ein Produkt, was ich wirklich sehr, sehr gerne mochte und zwar den Becker Light Shifter. Ich habe den auch hier in zwei Farben. Trotzdem wird er gehen, weil ich mittlerweile Produkte habe, die so ähnlich sind, aber noch geiler, dementsprechend Charbel. Die, ja, was ist hiermit? Was ist hiermit? Die ist eigentlich auch gut, ne? Also, sehr schöner Tinted Moisturizer von Hourglass. Ja, wird aber auch ausziehen, weil ich benutze ihn einfach nicht. Ist ein gutes Produkt, mochte ich extrem gerne. Ja, aber es ist anderes dazu gekommen. Es gehen auch die beiden Misha BB Creams. Auch hier ist es so, es sind beide gut, wirklich gut, aber ich benutze sie nicht. Ich habe andere Favoriten. Zum Beispiel ein Produkt, was auf gar keinen Fall gehen wird, ist der Smashbox Tinted Moisturizer, Halo Tinted Moisturizer. Geht auf gar keinen Fall. Also ein ganz tolles Produkt, der bleibt. Es bleibt mal was. Dieses Ding geht, und zwar die Revolution CC Perfecting Foundation, fand ich auch gar nicht schlecht, ne? Aber benutze ich nicht. Ja, das wird hart heute. Nude Sticks geht auch, geht auch. Habe ich relativ viel von benutzt, aber ja, wird nicht benutzt im Moment, wird überhaupt nicht benutzt. Eher dann ein Produkt, was auf jeden Fall bleibt, von Dear Claire's. Obwohl, ich benutze es eigentlich auch nicht. Ich finde es immer toll, wenn ich es benutze. Nee, ich behalte es nochmal. Also das ist wirklich ein Illuminating Supple Blemish Cream mit SPF 40. Ist irgendwie ein geiles Produkt. Behalte ich. Behalte ich erstmal und gucke dann weiter. Dann, du gehst. VDL Perfecting Last Foundation. War auch gut. War auch gut. Benutze ich aber nicht. Juvia's Place, diese super krasse, mega krass deckende Foundation. Ja, die benutze ich auch nicht. Die darf mittlerweile auch gehen. Auch die fand ich gut. Ne? Alle Sachen eigentlich, die hier drin sind, fand ich gut. Weil ich habe ja neulich, da ist es noch nicht so lange her, dass ich die Klatter gemacht habe. Und ich fand die wirklich alle gut, die Sachen, die hier drin sind. Aber ja, man muss auch irgendwann mal sich von Sachen trennen. Dann habe ich hier von Chorus diese Wild Rose Brightening. Oh, die war echt mega gut. Ich würde die nochmal behalten und noch einmal ja, gucken, ob ich sie auch behalte.
Die L'Oreal Perfect Match Nude fand ich auch gut, geht aber auch, benutze ich nicht. Ich habe einfach bessere. Die ist so alt. Benefit. Hello Happy Brightening oder so. Die war auch wirklich gut, die Foundation. Die war mal unter meinen Top Foundations. Benutze ich aber mittlerweile auch nicht mehr. Und dann hier. Jetzt habe ich es mal nicht für euch geschüttelt. Die Maestro Glow von Armani. Die sieht immer so aus. Also die ist nicht gammelig oder so, sondern die setzt sich wirklich so ab von Anfang an. Das ist so ein Shake-Shake, die Shake-Shake-Produkt. Oh Gott, habe ich die geliebt. Aus nostalgischen Gründen werde ich sie immer noch nicht wegtun. Sie frisst ja kein Brot, nicht wahr? Dann kommen wir mal zu drei Scheißerchen, die gehen auf gar keinen Fall. Ne? Also von Danessa Myricks, das sind diese Balm Powder. Ihr heißt Yummy Skin, Blurring Balm Powder. Ich werde es mir nie merken. Die gehen natürlich nicht weg. Das ist ganz klar. Es sind absolute Favoritenprodukte und auch einzigartige Produkte. Tja, The Luxury Cream von Wayne Goss. Ich liebe Wayne Goss und ich mochte auch diese Foundation. Die behalte ich noch. Es geht aber auf jeden Fall, diese L'Oreal Age Perfect, die war auch gar nicht schlecht, die hat nicht so gut gehalten, aber die war gut. Trotzdem, die benutze ich nicht, weil ich benutze dann eher die von Wayne Goss. Deshalb geht die. Die Rimmel Kind and Free geht auch, war auch nett, geht aber brauche ich nicht mehr. Eine Foundation, die ich sehr, sehr, sehr hart gemocht habe, war die Woma Foundation, aber auch die mit dem appetitlichen Deckel. Darf jetzt ausziehen. Ich habe da etwas anderes, was ich eher benutze. Genau das gleiche gilt für die Rodial. Das ist eine der krassesten Foundations, diese Diamond Foundation. Trotzdem ist es hier so, ich muss ja einmal schütteln. Die stehen ja bei mir hier ja immer und dann separiert sich da manchmal was. Übrigens, alle Sachen, die ich in meinen Sale packe, die checke ich vorher nochmal, ob die irgendwie komisch riechen. Natürlich sind manche Produkte auch ein bisschen älter. Da müsst ihr halt selber entscheiden, ob ihr die haben wollt. Ihr seid ja erwachsen, ne? Ich werde nämlich die meisten Sachen in den Sale packen, weil sie einfach wegzuschmeißen, finde ich irgendwie auch schade. Es sei denn, ich habe wirklich das Gefühl, sie sind gekippt oder so. Dann stelle ich sie nicht in den Sale, aber ansonsten, ja, werde ich sie angemessenen Preises in den Sale packen. Die Rodial Diamond Foundation, hammermäßig krasse Foundation. Trotzdem gibt es mittlerweile geilere. Dann habe ich, oh mein Gott, die Luminous Foundation von Wet n Wild. Mega gute Foundation. Mega gut, benutze ich dennoch nicht. Geht, oh Gott, es ist so krass, Jenny, es ist so krass. Oh, die fand ich auch gut, ne? Die Super Stay. Aber auch das ist eine matte Foundation. Ihr werdet gleich auch sehen, welche matte Foundation ich dann eher benutzen würde. Ich würde die halt jetzt, wenn ich jetzt überlege, okay, ich möchte eine super krasse, langanhaltende, mattere Foundation benutzen, dann würde ich halt nicht zu der greifen, wisst ihr? Die ist zwar gut, aber ich habe welche, die sind noch geiler. Dementsprechend, ciao! Die von Zoeva fand ich mega gut. Oh, die fand ich so gut. Die war auch unter meinen absoluten Top-Foundations. Aber auch die benutze ich nicht mehr, weil ich bessere habe. Ciao. Huda fand ich auch gut. Wird auch gehen. Es gibt bessere. Gott. Die Dose of Colors war auch gut. Geht auch. Benutze ich nicht. Genauso wie die von. Oh mein Gott, diese Skin Love, die habe ich sogar noch nicht mal, glaube ich, benutzt. Wartet, habe ich die schon mal benutzt? Nicht wirklich. Als der Ausverkauf losging mit Becca, habe ich die gekauft und auch, ich werde die wahrscheinlich einfach niemals benutzen. Auch die geht. Okay. Kommen wir mal zu meinen Cushion Foundations und da habe ich zwei von der Misha Cover Lasting. Misha Magic Cushion Cover Lasting. Davon habe ich zwei. Ich kann die nicht abgeben. Das ist für mich eine der besten Cushion Foundations. Zusammen mit der Glow Variante, die kann ich, die sind einfach so gut, die können nicht weggehen. Die sind einfach zu gut. Seht ihr, ich fange schon wieder an einzuräumen. Die von Isana geht selbstverständlich, benutze ich niemals. Und hier habe ich noch so eine Leer-Cushion. Ich dachte, ich könnte da irgendwann mal irgendwie eine Foundation reinpacken. Ja, aber da habe ich nicht getan, also ja, bleibt.
denke, von diesem Kästchen hier werden deutlich mehr bleiben als von dem anderen. Da bin ich mir sicher. Und zwar fange ich hier einfach, greife ich mal rein. Die RMS Beauty ist auch ganz neu. Bleibt, fand ich wirklich sehr, sehr, sehr gut. Das Chanel-Dingen probiere ich noch mal aus. Ist so ein Wackelkandidat, würde ich sagen. Probiere ich jetzt die Tage noch mal und oder jetzt in der nächsten Zeit und ist steht auf Kipp. Ja, die natürlich nicht. Eine wunderschöne Foundation, die Charlotte Tilbury, Charlotte's Beautiful, wie heißt sie noch mal? Charlotte's Beautiful Skin. Ganz tolle Foundation, bleibt selbstverständlich. Die bleibt auch, die Estée Lauder Futurist Rescue. Jetzt weiß ich, dass die hier einfach nach Fisch stinken muss. Die stinkt, finde ich, total. Habe ich mir aber erst neu nachgekauft. Ist eine wunderschöne Foundation. Erborian CC Cream liebe ich. Bleibt. Die Cica Clearing BB Cream Purito bleibt auf jeden Fall. Ich freue mich schon wieder auf den Sommer. Beste Blurring Matte Powderartige Foundation BB Dingensbummens bleibt definitiv eine. Jetzt, ihr seht, hier wird es besser. Auch die C-Magic von L'Oréal finde ich richtig, richtig, richtig gut. Bleibt auf jeden Fall. Hier sind die. Das ist eher so in meine Richtung, meine Lieblinge hier auf der Seite. Obwohl ein paar gehen auch. Natürlich die Tarte Shape Tape Cloud Coverage bleibt auf jeden Fall eine mega gute Foundation. Was soll ich sagen, ne? Yummy Skin von Danessa. Definitiv eine unter den Top 5 meiner Lieblingsfoundations. Aktuell mein Favorit, meine aktuelle Lieblingsfoundation, wenn es mega geil aussehen soll, ist die Ambient Soft Glow Foundation von Hourglass. Hammer. Und das ist auch die, wo ich meine, wenn ich eine matte Foundation haben möchte, die total, also die eher auf der matten Seite ist, die total geil hält, dann ist das die. Ich finde die so wundervoll, diese Foundation. Also wow, einfach toll. Make-up bei Mario, Mega Foundation bleibt. Oh Gott, mein Stapel wird so groß bei den Foundations, die bleiben. Mist. Hydroflex bleibt auch, da ist eh nur noch ein ganz kleines bisschen drin. Das hier ist auch ein Mini, finde ich ganz toll. Habe ich sogar schon überlegt, mal nachzukaufen. Oh, die Givenchy, ne? Meine Güte, Tarte Couture City Balm, Hammer. Einfach genial. Behalte ich, hat leider bei der Hülle und Fülle meiner Foundations wohl zu wenig Aufmerksamkeit gekriegt, aber immer wenn ich die drauf habe, denke ich so, alter Schwede, wie gut siehst du aus? Ja, bleibt auf jeden Fall. Juvia's Place Sticks gehen. Finde ich beide, finde ich gut, aber benutze ich nicht. Bei Terry Stick, er geht, er geht. Das ist der Duo-Stick, der so heftig nach alter Handtasche riecht. Ich sag nicht mehr von wem. Ja, geht jetzt, ne? Riecht echt immer noch so hart wie früher auch, ne? Hat sich null dran verändert. Ist wirklich natürlich schon lange in meiner Sammlung, definitiv. Aber ja, würde ich auch noch benutzen, mache ich nur nicht. Dann eine der meistbenutztesten Foundations hier in meinem Hause ist die Skin Realist von Nabla. Würde ich nie abgeben, werde ich nachkaufen. Dann die Revolution Body, die ist mega gut. Mega gut, extrem gut. Ich war so überrascht über das Finish. Aber wenn ihr bitte seht, was ich sonst habe, ich werde sie jetzt. Abgeben, ich werde sie eh nicht benutzen. Ich habe andere, die ich dann eher benutze. Ich gebe auch die Huda Stick Foundation ab, schweren Herzens, weil ich die auch gut fand. Aber ja, benutze ich nicht, denn wenn ich eine Stick Foundation benutzen will, dann greife ich dann eher zu der von Milk. Die gibt es ja auch nicht mehr, glaube ich. Riecht immer noch genauso kräuterig wie immer. Für mich eine der schönsten Stick Foundations überhaupt. Die bleibt selbstverständlich. Fand ich. Genau, die sieht immer so siffig aus. Die Beauty Blender Foundation fand ich extrem gut, geht aber benutze ich nicht mehr. Ich benutze auch die Stick Foundation von Bare Minerals nicht mehr. Auch die darf ausziehen. Und diese beiden, obwohl. Warte, lass mich mal kurz überlegen. IRL, In Real Life Filter. Ich weiß jetzt endlich, was es bedeutet.
super Abkürzung, bin ich immer so geil. Die war wirklich gut. Wirklich, Leute, wirklich, wirklich, wirklich gut. Benutze ich aber nicht mehr. Darf gehen, wirklich gute Foundation. Wie gesagt, alles in meinen Sale werde ich für ein Apfel und ein Ei reinpacken. Auch die Revolution Conceal and Glow werde ich abgeben. Fand ich auch gut. Ja, sonst wäre sie nicht so lange in meiner Sammlung hier drin gewesen, aber muss einfach jetzt mal ausziehen. Was haben wir hier? Oh, dieses sensationelle Ding geht natürlich nicht. Die Danessa Myricks, ihre alte Foundation, diese Vision Cream Cover. Wenn ihr denkt, irgendwas ist Full Coverage, dann nehmt mal das, denn das ist das krasseste Full-Coverage-Ding, was ich jemals gesehen habe. Richtig heftig. Die bleibt auf jeden Fall. Maracuja Tinted Moisturizer oder Tinted Hydrator finde ich wirklich toll. Benutze ich aber nicht. Also wenn ich jetzt nicht mehr, ja, nicht benutze ich nicht, sondern wenn ich jetzt einen Tinted Moisturizer, also wenn ich jetzt sagen würde, Mensch, Jenny, heute möchte ich gerne einen Tinted Moisturizer tragen, dann würde ich wahrscheinlich sowas nehmen wie die CC Cream von Erborian oder sowas. Ah, ich weiß nicht. Oh, ich liebe ja Tarte. Ne, ich behalte es nochmal. Ich liebe ja Tarte, ich liebe ja Tarte. Genauso wie diese Foundsealer, wo ich kann mich nicht von trennen. Also behalte ich auf jeden Fall noch. Werde ich irgendwann nochmal benutzen, dann liebe ich total diesen Skin Treat von Sugar Rush. Auch das behalte ich auf jeden Fall. Oh, der Haufen von behalte ich wird jetzt gerade größer als der Haufen von es geht. Mist! Oh. Okay, du gehst. Die Catrice Tinted Serum, super Foundation, gar keine Frage. Ich habe auch gesagt, beste Drogerie Foundation aktuell für mich. Sehr tolles Teil, aber anhand, ich weiß, ich werde sie jetzt hier wieder reinstellen und werde sie beim nächsten Deklatter aussortieren, weil ich merke, dass ich sie nicht benutze, weil ich einfach bessere, schönere Foundations habe. Deshalb darf die ausziehen. Dann habe ich hier noch, oh, jetzt kommen die guten alten. Die gehen auch nicht. Also die sind mir einfach zu gut. Von denen werde ich mich nicht trennen. Von der Milk Matten Foundation. Super geile Foundation. Ehrlich, oh, die könnte ich mal wieder tragen. Lege ich mir gleich mal hin. Genauso wie, guckt mal, könnt ihr mal sehen, so viel habe ich mal von der Foundation aufgebraucht. Die Stay Naked. Ja, also. Die geben natürlich nicht ab. Ist ja ganz klar. Never ever. Auch die Eyesdrops von Fenty. Mega geiles Produkt. Wirklich. Never ever kommt die weg. Es kommt auch nicht die Le Beige. Bla bla bla. Oh, Healthy Glow Foundation. Die geht auch nicht. Nee. Behalte ich. Ist eine wunderschöne Foundation. Die Make-up Forever geht auch auf gar keinen Fall. Liebe ich. So eine tolle Foundation. Dann habe ich noch die RCMA. Die mag ich eigentlich auch, ne? Also, die gebe ich auch noch nicht ab. Die darf noch ein bisschen bleiben. Und Leute, das war's schon. Oh mein Gott, ich habe so viel aussortiert. Leute, wartet. Wartet, ich zeige es euch mal. Also, das ist der Haufen, der bleibt. Komm. Und das hier ist der Haufen, der geht. Komm, das sind viele. Also hier mal Haufenvergleich. Haufenvergleich. Oh. Ich finde, habe ich gut gemacht, oder? Habe ich gut gemacht. Was sagt ihr? Sagt mal, habt ihr irgendwelche von den Foundations? Könnt ihr verstehen, warum ich die aussortiert habe? Oder sagt ihr, meine Güte, ey, Jenny, bist du verrückt? Das ist die beste Foundation, würde ich nie abgeben. Oder andersrum sagt ihr, naja, total überbewertet. Warum hast du die behalten? Bei mir ist sie total schlecht. Wie gesagt, die ganzen Foundations, die ich hier jetzt auf der Seite habe, werde ich einmal alle checken, gucken, wie die aussehen, wie die sich verhalten, wie die riechen und so weiter. Werde sie dann in meinen Sale packen. Für ein Apfel und ein Ei natürlich. Also, weil ich will nur einfach, wisst ihr, so als Make-up-Liebhaber, wenn ich das jetzt, natürlich, die ist nicht mehr jung quasi, diese Foundation. Aber wenn ich die jetzt
nochmal, das Telefon hat gerade geklingelt. Ihr wisst doch, so als Make-up-Liebhaber, ne? Es geht halt sehr viel durch meine Hände, ja? Es geht sehr viel, was ich teste, was ich ausprobiere, was neu ist, um Videos darüber zu drehen. Viele Sachen finde ich gut, viele Sachen finde ich nicht gut. Dann ziehen Dinge in meine Sammlung ein, finde die wirklich toll, wie jetzt zum Beispiel auch hier die von Beauty Blender, die Foundation oder ganz viele, die ich einfach super toll finde. Und dann, ja, dann kommen bessere, dann kommen andere Sachen und diese Sachen hier dann alle einfach wegzuschmeißen. Oh, hart, hart. Ja, und das mit dem Abgeben, Verschenken, ich finde immer keinen, der es geschenkt haben möchte. Deshalb werde ich die einfach in meinen Sale packen. Wirklich, die Sachen werden, ja, gerade hier diese Foundations, da werde ich nicht viel für verlangen. Vielleicht wollen wir der ein oder andere was davon haben. Sagt mir einfach Bescheid. Wie gesagt, in den nächsten Tagen, Wochen werde ich das alles einstellen und dann könnt ihr gerne mal ein bisschen stöbern. Und an meinen Sachen, die hier sind, werde ich mich sowas von erfreuen. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, hey!